Familie. Und ein schönes Heim, stell dir vor, alles ist in Ordnung. Besser kann es nicht sein. Stell dir vor, du hast große Ziele und du kommst nicht überein mit den anderen, mit dem Staat oder irgendeinem Verein. Stell dir vor, du musst aus der Heimat und kommst nicht wieder rein. Stell dir vor, dir bleibt nur ein Koffer und irgendein Schein. Der deutsche Flüchtling, der war gut. Er nahm zusammen all seinen Mut. Der Deutsche floh vor dem Regime. Der Deutsche völlig legitim. Der Deutsche floh vor dem Faschismus, vor dem Stalin und dem Sozialismus. Stell dir vor, du bist nicht aus Deutschland, sondern von irgendwo anders her. Stell dir vor, du wohnst auf einer Insel, mitten im blauen Meer. Stell dir vor, du hast eine Familie und ein schönes Haus. Stell dir vor, du fliehst nach Deutschland und man begrüßt dich mit Ausländern. Stell dir vor, die dich so begrüßen, waren in der Aufnahmeeinrichtung Gießen. Stell dir vor, das ist lange her und keiner erinnert sich mehr. Der deutsche Flüchtling, der war gut, er nahm zusammen all seinen Mut. Der deutsche floh vor dem Regime. Völlig legitim. Der Ausländerflüchtling, der ist schlecht. Er will nach Europa, das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Europa, hast du überwunden viele Schranken. Stell dir vor, du bist in dem Land, dem du dein Elend kannst verdanken. Der Ausländerflüchtling, der ist schlecht. Er will nach Europa, das ist ungerecht. In das Land seiner Elendskausalität, als ob der Ausländer das versteht. Geh in dein Elend zurück. Nur das bringt Europa das Billiardenglück. Das Billiardenglück. Das Billiardenglück.